Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Desktour. Ich wollte mit diesem Schreibtisch unbedingt noch was machen, also ich wollte unbedingt was ändern. Und das habe ich jetzt endlich gemacht, nach bestimmt 2 Jahren. Und deswegen kann ich das jetzt erst zeigen. Außerdem ist es gerade aufgeräumt. Aktuell eine Seltenheit, aber deswegen filme ich das heute. Nicht wundern, ich bin ein sehr, sehr großer IKEA-Fan, deswegen wird das meiste von IKEA sein. Oder das meiste ist von IKEA. Und das, was ich noch finden werde, das werde ich auch in der Infobox verlinken. Und viel Spaß beim Video. Also, das ist mein Schreibtisch. Mein Schreibtisch ist komplett aus IKEA-Sachen. Bestehend aus 2 Alex-Schubladen und einer Lindmann-Platte und ist 200x60 cm groß. Das ist mein Laptop. Das ist ein MacBook Pro aus 2018 und darunter ist ein Tablet-Halter von IKEA. Das ist mein Drucker, den ich halt für Schulzeug benutze, um was zu drucken oder zu scannen. Da sind meine Stifte drin. Da sind Filzer. Das sind meine Brush Pens. Und das ist halt so der Rest, also so Bleistifte und ja. Die 2 rechten und linken Gläser sind von IKEA und das in der Mitte weiß ich leider nicht. Das ist von Action. Und das ist, die sind diese berühmten Duftkerzen von IKEA. Das ist meine aktuelle Brille. Das ist meine Lampe, die ist ebenfalls von IKEA. Ist mein erstes Regal und da sieht man halt lauter Deko-Sachen, Bilder, wo noch keine Bilder drin sind. Bitte, bitte ignoriert die Striche an der Wand, denn ich habe nach dem Regale aufhängen nicht mehr geschafft, diese wieder zu entfernen. Sorry! Das ist mein Kaktus und noch eine zweite Duftkerze. Das ist meine Lightbox mit meinem Namen drauf und 2 Gläsern für Smoothies. Und das ist mein kleines Bücherregal. In der ersten Schublade sind Schulsachen, Kleinkram, Krimskram, was ich eben mal so brauche. Meine Federtasche, mein Bullet Journal, meine Taschenrechner, meine Textmarker, alles mögliche, Karteikarten und so weiter. Alles, was ich schnell zur Hand brauche. In meiner zweiten Schublade ist eigentlich nur Papier für den Drucker. In der dritten Schublade sind schon die ersten Schulsachen, sag ich mal, die erste Hälfte der Bücher, meine College-Blöcke, lose Blätter zum Beschreiben und ein leerer Ordner. In der zweiten ist da quasi die andere Hälfte an Schulbüchern. Und im dritten Fach sind meine Ordner und meine Mappen. Im ersten Fach, in der zweiten Schublade, sind meine Fahrschulsachen drin und meine Kaugummis und ein extra College-Block. Die zweite Schublade ist quasi meine Aktivitätsschublade. Hier sind Penpalling-Sachen drin, Bullet-Journaling-Sachen und auch mein Instagram- und YouTube-Journal. In der dritten Schublade sind meine Nägelsachen und ich benutze momentan Acryl, deswegen ist hier beispielsweise mein Acryl-Liquid. In der nächsten Schublade ist alles Mögliche drin, Zollstöcke, aber auch sehr viele technische Kleinteile, Kopfhörer und so weiter. In der letzten Schublade ist mein Ordner für die komplette 11. Klasse. Und meine Abgabeordner. Ich hoffe, euch hat die Desktour gefallen und ich hoffe, dass ihr dadurch vielleicht ein bisschen Inspiration bekommen habt, wie ihr euren Schreibtisch hinstellt oder wie ihr das dekoriert oder wie ihr das organisiert. Wobei ich nicht so viel Organisation in meinem Schreibtisch habe, aber maybe. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video.